Jo, da sind wir dabei. Tales of Symphonia im Turnier, im in den Gruppenkämpfen, in Runde 4 gegen Geister. Gegner aus dem Darius Carlan. Wenn ich hier war. Dann machen wir das so jetzt komplett. Fighting Tiger. So, und ich habe auch ein bisschen wieder nachgedacht. Mir ist eingefallen, dass es ja noch eine Sidequest gibt, und zwar das mit dem Heiligen Buch. Aber da diese Sidequest doch ewig lange dauern kann, also das kann wirklich ein paar Stunden dauern. Die werde ich halt nicht machen. Ich werde nur zeigen, wo sie ist. Ich werde mal doch einmal kurz reingehen. Sollen wir, ja, jetzt kommt der. Ja, der letzte Kampf. Ich werde dann einmal da reingehen, um zu zeigen, wie das denn so abläuft da drin. Aber ich werde das nicht machen, weil das dauert wirklich lange. Für die, die vielleicht das andere Video gesehen haben mit, aus Tales of Symphonia 2 mit Blatzheim. Das hat ja auch, allein für das erste Stockwerk hat es ja dann schon, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gedauert. Und da muss man sich halt auch mehrere Stockwerke manchmal kämpfen, manchmal halt einfach nur untersuchen. Oder einfach wieder einen Aufgang suchen, und das kann halt auch sehr lange dauern. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt also so viele Videos noch machen. Ne? Are my seal spells amazing or what? Yeah, your moves are definitely awesome. Ich habe nicht zwar ganz verstanden, was sie gesagt haben, aber vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was die gesagt haben, wenn ihr es rausgehört habt. Warum auch immer ich immer vor der Tür lande. So, wir nehmen mal Plissair mit rein. Wenn die Süße schon hier vor uns rumläuft. So. Höchste Klasse schon. Echt? Gibt es nur zwei Klassen? Stand da gerade Biggie? Einfach nur, stand da irgendwie, fehlt da irgendwie Buchstabe? Oder habe ich mich davon jetzt nur verguckt? Ja, die sind alle schlecht. Kann jemand Curry besser? Nö. Na gut, was soll ich von Plissair erwarten, als ob die kochen kann? Sie hat ihr ganzes Leben lang mit Bäume hacken verbracht. Wo soll die denn kochen gelernt haben? Idiot. Schön. Idiot. 50% Output should be sufficient. Ach, Feldspieler. So eine Schande, dass so wenig Feldspieler nach Europa kommen. Wenn es die wenigsten. Zum Glück gibt es auch einige, die halt wenigstens auch bis nach USA kommen. Weil die kann man ja wenigstens mit Emulatoren spielen. Was ich anspiele, ein Tales, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre Tales of the Abyss für den PS2. Kam leider auch nur bis nach USA. Moment, heil eben mal. Danach töte ich dich. Jetzt werde ich töten. Sehr schön, Tales of the Abyss. Das ist das. Von der Reihenfolge her, das Spiel, was. Nee, nicht. Doch, direkt nach Symphonia. Ich glaube, das kam direkt nach Symphonia raus, so chronologisch gesehen. Also, die haben natürlich keine Verbindung, aber halt. Es kam halt ein, zwei Jahre nach Symphonia. Und das ist. Boah, das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Für PS2, also mit Emulator, kann man da sicher was machen, also das Spielen. Ich mag diese großen Teiler nicht. Wenn man einen guten PC hat, kann man also auch einen PS2-Emulator gut zum Spielen bringen. Ist halt nur, das gibt's halt nur auf Englisch, weil es halt auch in den USA rausgekommen ist. Und. Ja, was kann man dazu sagen? Ein wundervolles Spiel. Wie jedes Tales-Spiel, aber das ist. Das hat sogar. Finde ich sogar zum Teil wesentlich besser als Tales of Symphonia. Es hat, im Kampf kann man sich halt auch frei bewegen. Das ist leider. Na gut, bei Tales of Symphonia, ich glaube, es war eines der ersten, wo man wirklich so riesigen 3D-Bild schon hat. Da hat man wahrscheinlich noch nicht eingeführt, dass man sich frei bewegen kann. Aber halt dort kann man sich wundervoll frei bewegen. Und bei allen anderen Feldspielen danach eigentlich auch. Was? Die Viecher haben bisher gekillt. Rain, bitte mal wiederbeleben. Danke. Gut, genau. Was ganz schön ist, ich glaube, da wurde auch eingeführt mit solchen Fertigkeiten, die man halt über Level Up lernen kann. Und dann, dass man irgendwie zum Beispiel, dass man Overlimit halt dadurch erst bekommt.
Man kann es auch variabel für jeden Charakter aktivieren. Jeder hat zwei Mystic Arts. Und nicht nur hier drei Charaktere wie Kelsey von Kronia, das ist ja wirklich ein bisschen billig. Die Story ist wirklich wundervoll, finde ich. Sehr mitreißend an einigen Stellen. Hör auf da auf Rain einzuschlagen, die Penner. Schön ist das Spiel. Es gibt Sachen, die kann man erst halt ab dem zweiten Durchlauf freischalten. Also damit, sag mal, bringt das Spiel einen dazu, es halt nochmal durchzuspielen. Und halt nicht immer nur einmal, weil... Na gut, Tales-Spiele spielen sowieso nicht nur einmal, die sind dann mindestens zwei, dreimal. Weil viele Tales-Spiele, ich weiß nicht, ab welchem das eingeführt wurde, also... Ist ja mindestens ab Tales of Symphonia so, dass man halt so ein paar Sachen freischaltet, die man als Vorteil hat im nächsten Spiel. Wie hier halt mit mehr Erfahrung, mehr Geld, mehr Item tragen, die ganzen statistischen Daten, die man bekommt, mit übernehmen. Gibt's natürlich bei The Abyss auch. Kommt jetzt der Finalkampf? Ja. Das ist wirklich schön. Berserk Mode. Obwohl, Moment, ich mach glaube ich erst die kleinen. Hallo? Wie lange du brauchst, um diesen kleinen Viech da, das kleine Viech da anzuvisieren? Hör auf zu blocken, mein Overlimit wird auch nicht lange. Das finde ich halt, das ist ein kleines Makel bei Tests auch nur mit dem Overlimit, weil man kann sich variabel aktivieren. Dann machen wir die anderen Brüden kaputt. Es kommt halt einfach nur zufällig für den Kampf. Und man weiß auch einfach nicht, wann es kommt. So, er ist auch weg. Jetzt geht's zum Kampfdrachen, oder? Siehst du so? Ja. Also es ist wirklich praktisch bei Tales of Vesperia, ein etwas später für die Xbox, das auch in Deutschland erschien, war es halt so, man hat so eine Leiste, die sich halt immer im Kampf aufgeladen hat, aber dann von... Die benutzen halt alle zusammen. Und nicht nur, So, alle Kämpfe gewonnen. Jo. Ah, da ist es doch. Ich wollte schon sagen, dass der Kampf nicht kommt. Unser Zuschauer hat einen Glückstag erwischt. Würden gerne einen Showkampf präsentieren. Seid bereit? Los geht's! Der Showkampf, fertig. Los! So. Wir haben... drei Charaktere. Einmal Farrah, Östert, aus Tales of Eternia. Meridy, auch aus Tales of Eternia. Eine Zauberin. Sie ist eine Nahkämpferin, kann auch ein bisschen heilen. Und Gar... Da muss ich leider enttäuschen, ich weiß nicht, welchen Tales er ist. Oh, oh, oh. Ich glaube, eventuell aus Tales of Destiny, aber ich bin mir da nicht so sicher. Und sie haben auf jeden Fall andere Stimmen als in... Was zum Teufel? Was tut ihr da hinten? Ja, die sind auf jeden Fall stark. Ah, stimmt, ich kann die Items benutzen, fällt mir gerade auch wieder ein. Ja, fällt mir sehr früh ein. Das Krasse ist, die können auch Items benutzen, um sich irgendwie gegenseitig zu heilen oder so. Wow! Und das kleine blaue Vieh, was ihr da seht, das gehört zu Meridy. So. Dieser Typ, der ist echt krank. Nein! Shit. Ja, die sind recht stark. Ja, ich werde wahrscheinlich verlieren. Sie ist schon kommen. So, einmal schnell. Und da ging es runter. Weil er auf mich gezielt hat. Nein, nein, ich halte mich mit dem Ding wieder. Es geht schneller. Ja, die sind wirklich stark. Ach komm, lassen wir es sein. Ah, sie macht Indignation. Komm, gucken wir uns an, wie ich sterbe. Cool, da kam gerade 666 Schaden. Schön. Ja, also es ist ein schwerer Kampf. Hätte ein bisschen mehr leveln müssen. Egal. Ist nicht schlimm, wenn man verliert. Ja, letzten Kampf verloren. Hm? Ist nicht schlimm.
Ist ja hier nur ein Bonuskampf, von daher. So, wir können jetzt mal gucken, was wir alles bekommen haben. Wir haben Ultima bekommen. Steigert den Angriff um erträgliches, aber was wir auch gut bekommen haben, ist das hier. Krona. Schützt gegen alle Statuseffekte. Sprich, man kann es in Kombination benutzen mit. Moment. Warum ist denn? Den hier. Da. Das Dämonensiegel. Man bekommt doppelt so viel Erfahrung. Aber dafür halt eine Menge Schatzwertung und damit schützt man sich direkt dagegen. So, das Ultima. Ja, mal gucken, wie lange fliegt mir das denn. Wow. Ja, es gibt 200 mehr Angriff, das ist auch einiges. Ja gut, dann hätte ich jetzt auch das Kolosseum mal gezeigt. Und jetzt geht's auf zum... Wie ist das der Bereich da überhaupt mal? Ich glaube irgendwie Niflheim oder so ist das. Ne, Winheim, genau. Nein, doch. Ach, ich weiß nicht mehr. Ist auf jeden Fall halt so ein riesiger Dungeon aus 15 Stockwerken. Zwischendurch auch zwei Bosskämpfe. Und am Ende kann man entscheiden, zerstört man diesen Dungeon? Was halt so irgendwie im Interesse des... Hier, der... Des, wie heißt der? Der ist eine Elfen da war. Der euch in... jetzt vergesse ich schon die ganzen Städtenamen. In Heimdall, genau. Der ich in Heimdall danach gefragt hat, hat gemeint, ja, hier, mach das bitte kaputt, weil das ist böse und so. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich mach's kaputt oder okay, ich mach's nicht kaputt. Und dafür kann ich da immer und immer wieder rein. Ich glaube, man kann auch den Endboss dann auch mehrmals besiegen da drin. Aber den Mittelboss dazwischen, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich hab das bisher... Ich hab es nicht so oft gemacht da drin. So, da geht man jetzt einmal hier hin. Da, das Buch. Man sieht schon, ist hier normale Bücher, dickes Buch mit Kristall. Normale Bücher, dickes Buch mit Kristall. Oh, seht mal, an diesem Buch ist ein Exvi angebracht. Stimmt, was steht da drauf? Es ist in der Sprache der Engel geschrieben, mal sehen. Siegel? Das ist eine Art Siegel. Hier ist eine finstere Macht am Werk. Ihr werdet in das Buch hineingesungen, wenn ihr nichts dagegen tut. Rogin, wovon redest du? Ob ihr aber auch wieder daraus entkommen könnt, ist völlig ungewiss. Im Moment kann ich euch nur noch mit meiner Macht beschützen. Was wollt ihr tun? Wir probieren es trotzdem. Verstanden. Was ist passiert? Anscheinend wurden wir ins Buch hineingezogen, wie es uns Origin gesagt hat. Das Buch hinein? Ist das möglich? Was machen wir jetzt? Oh, der gesegnete Stein. Das gesegnete Stein? Bist du hier, um uns zu zerstören? Was für eine Stimme? Wir sind die Könige der Unterwelt. Wenn ihr minderwertige Kreaturen glaubt, uns bezwingen zu können, dann legt eure Leben in die Waagschale und stellt euch der Prüfung. Das muss also das Buch sein, das aus Heimwelt gestohlen wurde. Kannst du mich hören? Güter des neuen Paktes. Origin! Ihr dürft nicht zulassen, dass das Buch weiter existiert auf dieser Welt. Das Buch enthält die Essenz der Dämonenfürsten, die den finsteren Plan hegen, die Welt mit der Unterwelt zu vereinen. Die Essenzen gewinnen im Laufe der Zeit an Stärke und werden eines Tages den Besitzer des Buches in den Wahnsinn treiben und anschließend die Welt. Also gut, was sollen wir machen? Wir können das Buch zerstören, indem wir das Seelenfeuer im entlegensten Winkel der Unterwelt dieses Buches entflammen. Doch selbst das Seelenfeuer kann das Buch nicht mit einem schwachen Feuer vernichten. Ihr müsst das Seelenfeuer so weit hitzen, bis es heiß genug ist, um das Buch zu verbrennen. Überall werdet ihr Kerzen finden, mit denen das Seelenfeuer verstärkt werden kann. Erzündet sie, um die Macht des Seelenfeuers zu intensivieren. Das Seelenfeuer ist gleichzeitig das Licht eures Lebens. Geht das Seelenfeuer aus, erlischt die Flamme eures Lebens. Alles klar, lasst uns das Seelenfeuer stecken und zur unteren Ebene gehen. Ja, das ist halt der... das Ziel hier. Man sieht da oben das Seelenfeuer. Man kann einsetzen, indem man einfach mal mit dem Mana macht, aber wie man sieht, das zieht sehr viel ab. Und man kann zu... Ja, schön. Ich finde direkt den Ausgang zur zweiten Ebene. Wundervoll. Entweder muss man einen Gegner besiegen oder man muss... Was ist eine Fackel? Nein. Ich wollte das eigentlich nicht kämpfen. Aber ich kann auch nicht mal mehr flüchten. Das ist auch schön. Ja, aus den Kämpfen kann man anscheinend flüchten. Wenn man schnell genug ist, bekommt man Seelenfeuer von den Gegnern. Wenn man zu lange dauert, wird das eigene Seelenfeuer verschwendet. Ja. So läuft das hier ab. So, eigentlich wollte ich nur zeigen, so eine Fackel zeigen, die man anzünden muss. Aber die sind mir jetzt einfach mal schön in den Weg gesprungen. Weil ich gehe dann auch direkt hier wieder raus. So, lass mich mal hier raus. So, das ist keine Fackel. Ach komm, jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Da will man einmal so ein kleines bisschen was demonstrieren hier und dann kommen sofort 3000 Gegner und meinen, ich störe dich.
So, wo ist denn so eine Fackel? Wie ich hier keine einzige Fackel finde. So, komm, gehen wir mal eben runter. Zur nächsten Etage, ja. Kann ich euch schon noch was zeigen, was passiert, wenn man eine Etage geht. So, aber ich mache erstmal kurz einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.